Herzlich willkommen zu Folge 1 des Fokus E-Mobilität Podcast. Mein Name ist André. Von Fußmatten, Kofferraummatten, Aufbewahrungsboxen, Matratzen über Kühlschränke bis hin zu Fake-Schaltknäufen für die Mittelkonsole. Wer einen Tesla kauft, der wird sehr schnell mit allerhand Zubehör konfrontiert. Und auch hier auf dem Kanal habe ich euch ja schon einiges davon gezeigt. Wie für keinen anderen Hersteller der Welt existiert ein so großer Zubehörmarkt wie für Tesla. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und warum das so ist und warum gerade Tesla für die Zubehörbranche so interessant zu sein scheint und wie auch die Zukunft der Branche aussehen kann, darüber spreche ich heute mit Christopher Angerstein von der Firma Yuhua in Taiwan, der jetzt live aus Taipeh im Call ist. Hallo Christopher, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne. Christopher, stell dich gerne mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Und die Frage stelle ich dann künftig allen Interviewpartnern, welches war das erste Elektroauto, das du gefahren bist und wie waren deine Top 3 Erkenntnisse, als du wieder ausgestiegen bist? Also ich bin ja Christopher. Ich lebe inzwischen in Taiwan, komme ursprünglich aus dem Münsterland und genau, arbeite jetzt hier bei Jowa und bin für den europäischen Markt zuständig. Das erste Elektroauto, ich glaube, meine allererste Selbstfahrerfahrung war mit so einem Leihwagen hier mal vor Ort, mit so einem kleinen Toyota. Ich wüsste aber nicht mehr die Modellbezeichnung mehr. Und ich glaube, natürlich erstmal, dass alles viel ruhiger ist und dass die Fahrt fühlt sich flüssiger an, dadurch, dass du beim Schalt, also gar keinen Schaltprozess mehr hast. Und für mich die beste Erinnerung ist, dass die Geschwindigkeit so schnell hochgeht und man dafür gar kein Gefühl hat, dass ich mich direkt beim ersten Mal E-Auto fahren blitzen lassen habe. Das ist mein biggest Was kostet das in Taiwan, in Taipeh? Schlimmer als in Deutschland? Takeaway. Tatsächlich habe ich nie einen Brief gekriegt, zum Ach so, Glück, überrascht. aber ich glaube, der Grundpreis ist günstiger, aber wenn man dann halt richtig reinhaut, dann geht es auch schnell nach oben. Ja. Wie bist du in Taiwan gelandet? Was bist du von Haus aus? Ich habe im Bachelor International Management studiert und bin dann zum Austauschsemester hergekommen, beziehungsweise habe dann ein Jahr hier gemacht und dann kam Covid. Dann habe ich mir auch ein Praktikum hier gesucht und habe nochmal ein halbes Jahr dran gehangen. Und dann war ich hier irgendwie festgehangen. Ich hatte dann so viele Freunde hier, habe angefangen, Chinesisch zu lernen und bin dann halt zum Vollzeitmaster hier wieder hergekommen. Habe dann Asia Pacific Studies studiert und um mich halt so ein bisschen so politisch, wirtschaftlich mehr auf die Region hier zu fokussieren. Und genau, bin dann jetzt hier bei Jowa geblieben, habe jetzt hier angefangen. Cool, ja. Und bleibst auch erstmal. Ja. Zieh dich nicht Soweit zurück erstmal der nach Hause Plan. im Moment. Na, nur zu Besuch. Okay. Ja, ich habe es gesagt, es gibt für Tesla einen unfassbar riesigen Zubehörmarkt. Ich habe das bei keinem anderen Auto so erlebt. Jetzt könnte man sagen, naja, okay, Tesla ist jetzt auch letztes Jahr mit dem Model Y das größte oder der meistverkaufte Auto der Welt gewesen. Aber das gab es ja vorher auch nicht, ne? Also dann hätte man ja 20 Jahre lang vorher für jeden Toyota so einen Zubehörmarkt gesehen. Das war ja auch nicht der Fall. Wie schätzt du das ein? Warum ist das gerade bei Tesla so ins Fliegen gekommen? Und warum habt ihr euch darauf fokussiert? Ich glaube, da sind drei Hauptpunkte eigentlich. Erstmal, wie wir vergleichen Tesla-Konsumenten so ein bisschen zu Apple-Usern. Ich glaube, dass es einfach ein bisschen technisch affinere Menschen sind, ein bisschen mehr Menschen, die halt auch sich mit der Thematik viel auseinandersetzen. Ich meine, wenn man auf YouTube guckt, diese Community, die Menge an YouTubern, die wir in Deutschland zum Beispiel haben, für Tesla, das kennt ja eigentlich gar kein Ende. Und deswegen ist einfach nur der Tesla-Käufer an sich wahrscheinlich einfach etwas mehr konsumfreundlich. Dann kommt damit rein, und das ist mehr auf anderen Märkten als in deutschen Märkten, auf dem deutschen Markt beobachtbar, ist, dass Tesla halt auch einfach kein Standardauto ist. Also auf vielen Märkten ist es schon noch eher ein Luxusauto, was man sich halt nicht so leicht leisten kann. In Deutschland ist der Preis ja eigentlich ziemlich gut, aber zum Beispiel in Taiwan haben wir ziemlich hohe Importkosten und trotzdem gibt es ihn hier ganz viel.
Von daher, hier vor Ort zum Beispiel, funktioniert es auch einfach gut, weil die Tesla-Käufer generell in einer höheren Gehaltsklasse sitzen. Und zu guter Letzt ist es auch Tesla selbst geschuldet. Also, die haben ja mal gesagt, the best part is no part. Ist ein sehr minimalistischer Aufbau. Und dadurch ist halt einfach viel Platz für Zubehör. Also, wenn man sich zum Beispiel die Mittelkonsole anschaut, ist einfach nur ein sehr tiefes Loch. Von daher, es ruft einfach danach, dass man da noch irgendwas im Aftermarket sich dann holt und sich den Platz so ein bisschen erweitert oder mit einem Organizer halt das alles ein bisschen auffrischt und ein bisschen übersichtlicher macht. Ja, kann ich teilen die Einschätzung, und das läuft ja auch, ne? Also wenn man so die Tesla-Fahrer sich anguckt, die haben ja alle irgendein Zubehör da drin, ne? Also es gibt ja eigentlich keinen, der das Ding einfach stock fährt, wie es ist. Ja, also sehr spannend. Wer so diese einschlägigen Shops sich anguckt, der findet ja immer sehr ähnliche oder gleiche Zubehörartikel, ne? Das ist wahrscheinlich auch viel made in China, also die typischen Frunk- und Trunk-Matten, Fußmatten und ähnliches. Sowas habt ihr natürlich auch, aber ihr habt auch einige Sachen, die es sonst, also meiner Meinung nach, nirgendwo anders gibt, nämlich den Game Controller zum Beispiel, den ich ja auch hier schon mal auf dem Kanal gezeigt habe, oder auch euer USB-Zubehör, was ihr habt, oder auch ein bisschen abgedrehte Sachen, wie diese Lufterfrischer-Sticks, habe ich auch noch nie vorher gesehen. Wie unterscheidet ihr euch? Was macht ihr anders und entwickelt ihr diese Dinge auch tatsächlich selber? Also genau, wir Großteil unserer Produkte entwickeln wir hier selbst in Taiwan. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns halt schon ein bisschen abhebt von, ja, vor allem wenn man halt guckt, die Sachen, die du bei Alibaba bekommst zum Beispiel. Wir haben hier unser Design-Team, die Mitarbeiter, die von Anfang an hier bei der Firma dabei sind, die haben auch fast alle eigentlich einen Tesla. Wir machen noch Zubehör für andere Fahrzeuge hier. Von daher, wir haben auch noch ein paar andere Fahrzeuge in unserem Fuhrpark, aber bei uns im Keller hier in der Firma stehen schon 5 Teslas. Wir haben alle Modelle eigentlich bereit und designen deswegen halt die Produkte selbst. Wir sehen selbst den Bedarf, was könnte man noch machen. Und genau, zum anderen liegt dann, glaube ich, ein sehr großer Fokus auf technischen Produkten. Wie du schon sagst, der Controller, unsere Hubs, um keine Ahnung, mehr Lademöglichkeiten zu bieten, mehr Datentransfermöglichkeiten zu bieten. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, auch wie gesagt, was Tesla einem möglich macht oder was Tesla für einen neuen Bedarf schöpft. Und dann wird das halt angegangen. Genau. Wie schätzt du das ein? Jetzt sehen wir ja auch, dass die Chinesen sehr stark auf den Markt drängen, ne? Und jetzt auch in Deutschland viele Produkte aus dem Stand raushauen, die halt preislich und qualitativ schon sehr gut sind. Ist das dieser Elektromarkt, der ja natürlich auch so ein bisschen in Richtung Tesla schielt, ne? Wir sehen da so viele Sachen, die kommen einem irgendwie bekannt vor. Das wurde das ein oder andere sicherlich auch bei Tesla ein bisschen abgeguckt. Ist das ein Markt, der jetzt so richtig to the moon geht, wie man bei Tesla gerne sagt? Ist das auch für euch interessant, dass ihr auch andere Marken vielleicht nochmal mit ins Portfolio nehmt? BYD und Co. vielleicht? Es kommt immer drauf an, also zurzeit nicht wirklich. Wie gesagt, wir schauen ab und zu mal in andere Modelle rein. Zum Beispiel hier in Taiwan geht von LuxGen der N7 ziemlich gut. Und für das Fahrzeug haben wir auch ein paar Zubehörteile, aber größtenteils machen die chinesischen Hersteller zum Beispiel ihr Zubehör selbst. Von daher, das lohnt sich nicht, sich darauf zu fokussieren. Da kann man lieber dann mehr fokussiert auf Tesla bleiben und dort mitarbeiten. Wie sieht so sonst eure Zukunft aus? Wo soll die Reise hingehen mit dem Shop? Habt ihr da noch Ziele so für die nächsten Jahre? Das ultimative Ziel ist natürlich, dass wir quasi alles anbieten können, was man so für den Tesla braucht. Also du hast ja jetzt auch von uns den Mobile Connector bekommen. Von daher, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und viel Platz, um sich weiterzuentwickeln. Generell ist hier schon der Anspruch, dass wir mehr technisch anspruchsvollere Produkte herstellen und dabei natürlich auch die Qualität beibehalten. Und ja, es kommt halt auch immer darauf an, wie der Markt sich bewegt, aber definitiv ist das schon das Ziel, sich damit zu bewegen und dort weiter oben mit dran zu bleiben.
Ja, ich glaube, da das Thema Qualität ist so, also für den deutschen Markt vielleicht im Speziellen auch immer so ein Thema, ne? Da sind die Vorbehalte manchmal, glaube ich, schon da, sich, ich sag mal, so Platzsachen aus China irgendwie in die eigene Elektroinstallation zu Hause zu hängen, weil man irgendwie Angst hat, wie ist das, ne? Ist das irgendwie zertifiziert? Ist das was Vernünftiges? Also ich glaube, da ist immer viel Arbeit auch bei den Shops, das irgendwie rüberzubringen, dass das eine vernünftige Qualität hat, ne? Und ja, du hast es gerade, ich habe den Mobile Connector, ihr habt da auch Zertifizierung drauf, der ist ja bis 7 kW, läuft da ja, da ist ein dickes Kabel drin. Also ich bin jetzt kein Elektrotechniker, aber wenn ich mir das so angucke, dann sieht das auch nicht anders aus als bei dem Tesla-Lader, der dabei ist zum Beispiel. Ja. Ja, sag gerne. Wir haben hier, man muss ja die ganzen Zertifizierungen letztendlich, muss man ja einhalten. Von daher, da sind wir immer auf dem Radar und schauen immer ganz genau, was halt da notwendig ist. Weil, genau wie du schon sagst, mit diesen ganzen Optionen, die halt auch dann hier aus der Nachbarschaft quasi kommen, ist es halt ultra wichtig, dass man da mit vorne dran bleibt und auch halt seine Qualität beweisen kann. Gibt es aus eurer Sicht so Trends in diesem ganzen Zubehörmarkt? Also was ist der heiße Scheiß 2025? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das kommt auf uns zu, das könnte für alle nochmal interessant sein? Ja, der Jupiter, wir warten alle jetzt, Juniper, wir warten jetzt alle natürlich, was da passiert. Und ja, mit jedem neuen Wagen kommen dann halt neue Designs. Also wir haben jetzt zum Beispiel für unsere Controller benutzen wir immer diese Hubs. Und diese Hubs mussten wir inzwischen wieder neu updaten, weil mit der Software das anders war, weil dann das Layout im Handschubfach anders ist und der USB-Port nicht mehr vertikal, sondern horizontal ist. Solche Sachen. Und deswegen, da wird jetzt abgewartet, wie dann der Juniper aussieht. Sowas kriegt man leider nicht so perfekt mit wie im Voraus. Von daher, wir warten auf den Launch und auf die ersten Bilder, die dann kommen. Und dann wird auf sowas draufgesprungen natürlich. Ja, das erlebe ich auch, ne? Ich bin ja auch viel in Foren unterwegs, auch bei Facebook und so. Und ich glaube, die Community wartet ganz heiß darauf. Und ich glaube, wenn Tesla den zu einem ähnlichen Preis wie den jetzigen raushaut und dann diese ganzen kleineren Kritikpunkte, die es ja noch gibt, sowas, ne, wie Fahrwerk, keine Ahnung, diese etwas unkomfortable Frunkentriegelung, wenn das alles da rauskommt, dann glaube ich, können die auch wieder sehr gut am Markt bestehen mit dem Auto, weil es ist nach wie vor hat das Ding immer noch, finde ich, auch seine Unique Selling Points, die andere nicht haben. Also Effizienz zum Beispiel. Ich habe ja gerade ein 10.000-Kilometer-Video jetzt rausgehauen die Woche. Also ich kenne kein Auto, was so effizient läuft. Ich fahre natürlich auch ein bisschen verbrauchsoptimiert, ne? Aber das Ding braucht bei mir 14 Kilowattstunden im Durchschnitt. Das habe ich bei keinem anderen Auto bisher erlebt. Also die liegen alle deutlich drüber und auch zum Teil bei 20 Kilowattstunden oder so. Also das können sie und Software ist halt auch extrem flüssig und das läuft alles. Das ist, wie du sagst, das ist halt Apple auf Rädern irgendwie, ne? Ja, genau. Genau. Ja, und wenn man dann den Highland guckt, dann diese ganzen Pain Points, die es halt vorher gab, Fahrwerk oder sowas, beim Highland hört man nur gutes Feedback, was diese Punkte angeht. Von daher, wenn die gleich gute Arbeit oder sogar bessere Arbeit in den Juniper reinstecken, dann Ja. das ist ein Top-Fahrzeug. Ja, also wir warten alle sehr gespannt darauf. Ja. Nichtsdestotrotz ist das Thema E-Mobilität in Deutschland natürlich gerade ein bisschen schwierig, ne? Also du verfolgst ja auch wahrscheinlich so ein bisschen die Diskussion Ja. hier. Der Markt tut sich unglaublich schwer mit dem Thema. Es sind immer die gleichen Gegenargumente, zu teuer, zu geringe Reichweite, Batterie geht nach 10 Jahren kaputt und so weiter und so fort. Ich bin ja da auch immer sehr stark am Argumente bringen, warum das nicht so schlimm Ja. ist. Und vor allen Dingen, wenn man über den Tellerrand guckt, sieht der Markt ja auch anders aus in anderen Ländern, ne? Also China hat irgendwie 40% Elektroanteil bei den Neuzulassungen, 25% BEV, ne? Das ist ja auch mal so ein Gegenargument. Naja, das sind ja alles gar nicht Elektro. Ja, stimmt, aber es sind trotzdem ein Viertel sind reine BEV bei den Neuzulassungen. Wie erlebst du das in Taiwan? Sind die Leute da offener für E-Mobilität? Wie ist der Taiwanese im Alltag unterwegs? Wie sieht die Straße aus, wenn du aus dem Fenster guckst im Büro? Generell schon, also wir haben hier natürlich eine ziemlich starke Generationenwende, also viele, viele alte Leute natürlich und dann die jüngeren Generationen, die sind da aber voll vorne mit dabei. Also Taiwan
Gut, ich lebe halt in Taipei, ist halt auch nochmal ein bisschen anders. Hier wird mehr im Roller gefahren, was auch nochmal reinspielt. Jeder, der ein Auto hat, der hat auch erst, muss auch erstmal das Geld für ein Auto, für einen Parkplatz, was auch immer haben. Aber selbst in den Rollern zum Beispiel, hier gibt es lokale Hersteller, die komplett nur noch Elektroroller machen. Ähnlich wie Tesla auch mit einem sehr smarten Ansatz, mit Battery Sharing und all solchen Sachen. Von daher an sich ist Taiwan, glaube ich, sehr sensibilisiert für BEV. Und ich glaube auch, was Tesla angeht oder was dann halt generell größere Fahrzeuge angeht, ist das nicht schlecht. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zahlen anguckt, also ich habe mal geschaut, BEV Penetration ist bei 6,9%. Das ist noch nicht sonderlich hoch, aber Bestand ist das, ne? ja. Oder Bitte? Neuzulassung? Neuzulassung oder Bestand? Nee, Bestand ist das dann, ne? Das sollte Neuzulassung Achso, sein. okay. Und ja, keine Ahnung, manche der Argumente, die jetzt in Deutschland so großgängig sind, die ziehen halt hier auch einfach nicht so ganz so stark. Zum Beispiel Reichweite, so groß ist Taiwan halt nicht. Und vor allem die Bevölkerungsdichte ist sehr zentralisiert auf einen Fleck auf der Insel. Von daher, das sind alles nicht so große Probleme. Und dann, ja, wenn man spezifisch in Tesla reinschaut zum Beispiel, ist Taiwan auch von der Bevölkerung her mehr anfällig für zum Beispiel Tesla, wenn man schaut, dass viele Tesla-Besitzer auch in den Aktien Anteile haben oder sich in Richtung Aktien orientieren. Die Taiwanesen, die sind total stark, was das angeht. Also die sind super fokussiert auf Aktien. Und hier ist diese politische Meinung, was Trump und Musk angeht, auch nicht so wichtig. Von daher, hier wird das mehr pur betrachtet. Von daher, man sieht schon echt viele, viele Teslas auf der Straße. Meine letzte Referenz für Deutschland ist halt vor 4 Jahren. Von daher, ich weiß nicht, wie sich jetzt inzwischen verändert hat. Ich werde es jetzt an Weihnachten sehen. Aber ich würde schon sagen, dass ich hier mehr Teslas sehe, als ich das von zu Hause gewohnt bin. Ja, ich erlebe das auch, wenn wir im Urlaub sind in Dänemark alleine auch, ne? Also Norwegen ist natürlich das absolute Beispiel, das kennt jeder irgendwie aus den Medien, aber auch in Dänemark erlebst du das viel mehr zum Beispiel, ne? Ja, da ist der Deutsche manchmal ein bisschen zurückhaltend, ne? Thema Aktien ist genau das Gleiche. Da könnten wir, glaube ich, auch nochmal einen zweiten Podcast zu machen. Aktien ist für den Deutschen auch mal so ein bisschen Teufelswerk und dann auch eine aktienfinanzierte Rente und so ist natürlich ganz, ganz des Teufels. Aber das ist ein anderes Thema. Christopher, ich freue mich sehr, dass du den ersten Podcast mit mir verbracht hast. Ich glaube, wir haben einen coolen Einblick in eine Welt bekommen, die wir sonst so nur von der Oberfläche, nämlich von den Shopseiten kennen. Und wir haben auch mal ein bisschen über den Tellerrand nach Taiwan geschaut, fand ich auch sehr spannend. Ein bisschen Werbung muss am Ende auch sein, deswegen schaut gerne in die Videobeschreibung für den Link zum Yowa-Shop und zu meinem Rabattcode, mit dem ihr dann noch ein paar Euro sparen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Christopher und ich lesen die und beantworten die auch gerne. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das Video liked und teilt und vor allem den Kanal abonniert. Mein Wunsch zu Weihnachten, 3000 Abonnenten, Leute. Also, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Und wie sagt man auf Mandarin? Tschüss, Christopher. Zaijian. Zaijian. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.